Eine monumentale Skulptur des britischen Bildhauers Henry Moore ist am Mittwoch vor dem Landesmuseum aufgebaut worden. Sie soll für die hier ab November zu sehende Ausstellung Henry Moore – Impuls für Europa werben. Normalerweise steht das wertvolle Kunstwerk vor der Neuen Nationalgalerie in Berlin, die allerdings derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Für die Ausstellung in Münster hat die Skulptur zum ersten Mal überhaupt Berlin verlassen. Für Henry Moore war das ganz einfach. Dazu kommt, das ist ja die Aufgabe dieser Stiftung, Ausstellungen nach Münster zu holen, die er bei der Wertschätzung alleine nicht finanzieren kann oder das Museum. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass speziell diese Skulptur von Kunst und Drei finanziert worden ist. Insgesamt sind es drei. Ich bin sicher, dass alle Mitglieder und so drei, die das letztendlich bezahlt haben, begeistert sind von dieser